So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen Balcony Edition. Ich bin ja der herzhafte Typ, das sage ich ja jedes Mal. Geht mir weg mit süßem Gelumbe. Ich bin nicht der Süße, ich bin der herzhafte Typ. Bei mir muss das Salami sein statt Schokolade. Heute habe ich euch trotzdem mal drei Schokoladen mitgebracht, die ich interessant fand, die ich mal testen möchte. Vor allem, weil die sind von Kaba. Und Kaba ist ja eigentlich so trinkfit. Ich weiß gar nicht, wieso heißt das eigentlich trinkfit? Wieso sagt man nicht einfach, das ist Trinkpulver? Warum der Begriff trinkfit? Keine Ahnung. Das ist Kaba. Und hier gibt es drei Sorten von Kaba. Warte mal, so. Drei Sorten Kaba Trinkschokolade. Nur ohne zu trinken, sondern zum Essen. Wir haben eine ganz normale Milchschokolade von Kaba. Da ist sogar hier ein Bär drauf. Der Kaba-Bär ist auf der Schokolade. Dann haben wir diese hier, eine Milchschokolade mit Kekscrunch, kennt man ja auch von anderen. Und dann haben wir eine weiße Schokolade mit Erdbeer und Brause. Das ist was ganz Besonderes. Aber erstmal probieren wir die ganz normale Milchschokolade von Kaba. Ist ja auch schön zum Aufreißen, das gab es vor 100.000 Jahren irgendwo. Jetzt habe ich die mitgenommen und komme erst heute dazu, die mal zu testen. Aber ich habe heute das Muttertier abgeholt, die bleibt jetzt ein paar Tage, weil am Wochenende ist schon wieder WWE-Großveranstaltung. Deswegen möchte die da sowieso ja, mitschauen. Jetzt dachte ich, das sieht gut aus, wenn ich es aufmache, aber irgendwie ist die ganze Schokolade kaputt. Was ich noch erkenne ist, dass hier Kaba draufsteht, ein K, ein A, ein B, ein A. Hier sind so Kakaobohnen eingraviert und hier ist der Kaba-Bär. Ein Stück Milchschokolade probieren wir jetzt mal. Ist sogar schon abgelaufen für die Leute, die das immer interessiert. War bis April 23 haltbar. Jetzt ist Mai. Also ein Monat drüber, aber was soll an Schokolade schlecht werden? Wahrscheinlich nichts. Ist ein bisschen trocken, ist sehr knusprig, ist kühl, kommt wie gesagt aus dem Kühlschrank. Schmeckt gut, hat einen guten Kakaoanteil, aber ist glaube ich jetzt auch nichts Weltbewegendes, so Besonderes. Ich weiß jetzt leider den Preis nicht von denen, aber die sind bestimmt ein bisschen teurer als ganz normale Billigschokolade im Supermarkt, die es in den meisten Fällen wohl auch tut. Kommen wir zur besonderen Schokolade, auch Milchschokolade, auch braun, aber mit Kekscrunch, also eine Keksinnenseite. Machen die mal auf. Bin auch nicht so der keksige Typ, obwohl doch, Keks geht ja schon wieder in eine andere Richtung. Die ist sogar ganz geblieben, die ist nicht kaputt. Das heißt, wir können uns die mal original angucken, wie die ausschaut. Auf jedem einzelnen Täfelchen hier steht Kaba und unten kommt dann der große Kaba-Bär. Und hier habt ihr noch die Kakaobohnen, nochmal das ganze Wort Kaba als klein und nochmal der Bär so. Sieht man das überhaupt? Ich versuch's mal so zu zeigen. Da ist der Kaba-Bär, da steht überall Kaba auf der Schokolade. Und da sind noch alles. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Obwohl die Milka kriegt es ja auch hin, dass auf jedem einzelnen Stück Milka draufsteht. Hier steht halt einzelner Buchstabe. Wir machen es einmal in der Mitte durch. Zack. Zack. Nehmen gleich mal so ein doppeltes Stück, weil bei dem anderen, das war ja auch groß. Es schmeckt auch gut, hat was. Hat neben dem Schokoladig natürlich diesen nochmal extra ein bisschen süßlichen Keksgeschmack. Das vermischt sich beides und ist eine besondere Mischung, die auf jeden Fall anders schmeckt als das erste, was nur Milchschokolade war. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, welches mir gerade besser geschmeckt hat. Aber auf jeden Fall beide einen guten Geschmack. Haben beide einen guten Geschmack, haben beide einen guten Eindruck hinterlassen. Ich esse aber gerne immer weiße Schokolade, wenn ich Schokolade esse. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie die weiße Schokolade von Kaba schmeckt. Und vor allem mit Erdbeer in Kombination plus Brause.
das Erdbeer und die Brause, können wir das schon wieder ein bisschen madig machen, weil das vielleicht zu speziell ist. Erdbeerschokolade, ist das nicht vielleicht wieder süß, fruchtig alles? Ist dann der Keks vielleicht das Beste? Oder die normale? Normal und Keks, super, jetzt weiß, mit Brause, mit Erdbeer, ist auch wieder ganz geblieben. Wir haben hier das ganze Stück wieder drin. Sieht aus wie eine Scheibe Käse. Erdbeerkäse, wer kennt's nicht? Guckt euch das an. Die ganzen einzelnen Dinger. Ich sehe nichts. Ich habe nur einen Bubi rufen hören. Sehen tue ich aber nichts. Das breche ich jetzt hier mal ab. Und diesmal nehmen wir uns original den Kaber Bären heraus und probieren den. Das bitzelt direkt auf der Zunge. Die Erdbeer kommt ganz leicht durch, hat aber irgendwie so einen richtig muffigen Erdbeergeschmack wie bei Dextro. Nicht Dextroenergen, bei so Trauben. Traubenzucker aus der Apotheke mit Erdbeergeschmack, was so staubig muffig ist, was man manchmal hat. Also für Erdbeer finde ich es nicht fruchtig genug. Dafür ist das zu modrig. Das Bitzelnde, dieses Brausemäßige, finde ich sehr unangenehm. Lenkt total ab vom Essen. Und von der eigentlichen weißen Schokolade habe ich jetzt gar nichts mitgekriegt. Wenn ihr ein Kind habt und sagt, komm, was Besonderes zum Geburtstag. Hier eine weiße Schokolade. Was? Weiß? Ich denke, die ist braun. Was sind da für Flecken drin? Ach, mit Früchten? Oh, mein ganzer Mund bitzelt. Ist das bestimmt eine gute Sache. Aber meins ist es leider nicht. Da empfehle ich trotzdem die mit Kekscrunch oder eben die ganz normale. Also wenn ihr mal die Kaba seht, könnt ihr ja mal vergleichen. Kaba Trinkschokolade kennt jeder. Kaba Essschokolade jetzt auch vielleicht für euch. Das war's. Von meiner Seite aus, jetzt ist alles runtergefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.